So, ich glaube, das ist jetzt die erste Dame, die ich in einem Anzug sehe quasi und nicht im Kleid. Eva Pattberg, herzlich willkommen in Baden-Baden. Ja, vielen Dank. Das sieht ja auch mal toll aus, oder? Ja. Wie ist das eigentlich so als Frau, wenn du so vom Kleiderschrank stehst und denkst, was ziehe ich heute Abend an? Kleid oder so ein tolles Ding? Ja, meistens wird ja sowas ein bisschen mit Vorlauf vorbereitet. Ja. Und ich hatte tatsächlich die Auswahl Kleid oder Anzug. Und manchmal hat man einfach so einen Anzug, wo man sagt, das ist jetzt so eine coole Nummer, das muss jetzt sein. Also ich fühlte mich sehr wohl darin, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und ich finde, wenn die Männer im Smoking immer so schick sind, dann können wir Frauen das auch mal machen. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, viele Frauen tragen echten Schmuck heute Abend. Ja. Ist das bei dir auch so? Ja. Und ich bin vor allem erstaunt, was das alles kostet, sag mal. Die haben ja von 100.000 von Euro mitgesprochen hier. Ja, ich habe extra nicht nachgefragt, weil ich muss dann auch Mitternacht wieder abgeben, werden wir wieder in einen Kürbis verwandeln. Es funkelt schön, ich möchte aber nicht wissen, was es kostet. Nein, um Gottes Willen, alles klar. Dankeschön, Eva Pattberg. Und den ganzen Bambi gibt's im Netz auf ard.de in der Mediathek.